Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Szenario hier bei Train Sim World. Wir machen heute eine Runde Autotransporter und ja, nach einem kurzen Aufenthalt ist es Zeit, diesen Zug bis nach Aschaffenburg zu fahren. Exakt, und dafür haben wir hier zur Verfügung gestellt bekommen zwei Loks, mit denen wir ziehen. Okay, das Wetter war aber noch anders, gell? Auf einmal kam Nebel dazu. Na gut, hier fährt der Regionalzug ein, es ist relativ laut. Ich würde sagen, ich steig gerade mal ein. Ne? So, einmal hier hoch. Oh, besser. Bereiten wir dann gerade schon mal den Zug vor, damit wir pünktlich abfahren können. Einmal hier auf neutral. Dann wollen wir wahrscheinlich gleich noch einen Bremstest machen. Vermutlich. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir können auch schon mal den Scheibenwischer langsam hier mal arbeiten lassen. Mit der tollen Regenanimation. Tatsache. Ja, so sieht man trotzdem ein bisschen was. Dann wollen wir einmal volle Leistung. Genau. So, ach, natürlich, und auf... Ja, das haben wir natürlich vergessen. So, dann einmal auf 1B und, ja, gut, wenn wir dann das Abfahrtsignal haben, dann können wir los. Ansonsten haben wir natürlich noch, haben wir mal im Stehen hier, PZB und SIFA haben wir noch zum Anschalten. Was haben wir denn noch an, die zu Spitzensignale? Stehen die denn auf? Spitzensignale, so. Wollte gerade sagen, das ist auch relativ wichtig. Dann haben wir vielleicht noch einen Zug zu begutachten. Guck mal. Oh, das ist aber ordentlich, gell? Da können wir gerade mal irgendwie schön lang fliegen, oder? Uiuiuiui. Das ist tatsächlich ordentlich. Sind das alles das gleiche Modell? Neuwagen. Aha. Okay. Interessante Mente. Ja, was gibt es ansonsten noch? Wir haben jetzt hier... Achso, wir warten jetzt auf Abfahrtsignal. War ja was. Dafür können wir ja schon mal hier lösen. Einmal gelöst. Und dann sollten wir da hoffentlich gleich raus können, / Abfahrt bekommen. Genau. Na gut, wir können ja schon mal langsam los. Ne? Das ist ja so, vorwärts haben wir schon mal. Dann lösen wir mal den Kram hier. So, was haben wir denn? Wir haben bestimmt noch diese, genau, diese komische Fahrerpultbeleuchtung, wo auch immer die immer an ist. Es ist mir irgendwie... Irgendwie ist es mir ein Rätsel, warum wir so einen Kram da anhaben. So, da können wir doch schön hier, warte mal. Vielleicht auf das Signal gucken, ja, dass wir da irgendwie, wenn wir da dran vorbeikommen, auch nochmal die PCB bestätigen. So. Machen wir mal Abfahrt hier, gell? Alsbald verließ dieser Zug aber gerade schon sagen, wir sind ein bisschen schnell dran, du, das kann ja hier nicht angehen. So, warte mal, Scheinwischer brauchen wir hier drinnen nicht. So, Spitzsignale passen soweit, Beeinflussung, Überwachung auf 70, ja gut, aber wenn wir gleich mit 40 eh lang tuckern und die da vorne gleich wieder rot ist, dann können wir auch hier nicht auf einmal immer Vollgas geben, nur das geht ja nicht, das können wir nicht tun, das kann ich so nicht mit mir vereinbaren, das ist... absolut nicht vereinbarbar. Ich weiß, das heißt nicht vereinbarbar, aber ich finde das mal ganz witzig. So, kann zumindest mal so ein bisschen... Gut, ich will es echt nicht schneller als 40 fahren. Wir tuckern aber so ein bisschen hinten dran entlang. Je nachdem, was da auch vor uns fährt, dass wir da so ein bisschen... Ach ja. Aber mal so ein bisschen. So, ich habe mir jetzt entschieden, mal so ein kleines Szenario hier in Train Sim World zu fahren. Wie auch schon im Ankündigungsvideo, ich probiere das mal hier in der Folge vielleicht, erreicht man damit auch noch andere Menschen. Und zwar morgen Abend ist wieder Livestream angesagt, wie jeden, sowieso eigentlich jede erste Woche im Monat, / jedes erste Wochenende im Monat. Morgen Abend, für alle, die das Video zeitlich passend natürlich sehen, für alle, die das später sehen, ist natürlich nicht mehr, aber jo, wie gesagt, also wer das jetzt heute sieht, das Video, der kann ja noch fleißig unter dem Video abstimmen, was wir denn da spielen. Da stehen tatsächlich auch ein paar Zugsimulationen zur Auswahl. Also wirklich, ich gucke immer so ein bisschen, was da, ne, was da so gewollt ist, und da könnt ihr gerne euren Senf dazugeben. Meinetwegen auch Ketchup, meinetwegen auch Curry-Dip von nebenan. Süß-sauer ist mir vollkommen egal. Barbecue-Soße. Gebt dazu, was ihr wollt, was euch gerne schmeckt.
Ist das voll metaphorisch, oder? Ich weiß es nicht. Oder einfach nur weird. Oder wie die, warte mal, ja, irgendwie sowas in der Art. Joa, guck mal, dass wir nicht allzu schnell mit dabei sind. Achso, ja gut, die Sifa wollte gerade sagen. Die wird sich auch nochmal melden hier. Und dann sollten wir hier noch einigermaßen, jetzt können wir ein bisschen schneller. Ja gut, dann wollen wir ein bisschen noch rollen lassen oder noch ein bisschen mit zusätzlich Geschwindigkeit drauf geben. Ich weiß es nicht. Da vorne ist ja auf jeden Fall grün. Gut, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Platz nach vorne, so ein bisschen beschleunigen würde ich ja trotzdem mal, ne? Das war jetzt nicht allzu langsam und gemächlich in der Gegend rumtuckeln. Ich kann es auch mal auf reduziert stellen, ne? Ist das jetzt auf reduziert oder ist das jetzt auf normal? Ah, ich kann das gar nicht. Ah, hell reduziert. Aber ohne Fern nicht, bitte. So, besser. Juhu, dann rollen wir da einmal ganz gemütlich den Berg runter. Ich weiß noch nicht, wir haben echt einen langen Bremsweg. Also es ist bestimmt echt schwierig mit den, falls wir jetzt da irgendein Signal oder sowas kriegen. Da hier ist auf jeden Fall noch grün. Das ist ja schon mal, formidabulös. Aber da wir einen vorausfahrenden Zug haben, habe ich jetzt echt nicht vor, so unglaublich, unglaublich schnell zu fahren. Nee, das muss nicht unbedingt sein. So, die Sifa haben auch noch mit dabei. Das ist ja super. Ansonsten Aschaffenburg in 13 Kilometern. Da müssen unsere Autos einmal hingeliefert werden. Was sagt denn das Vorsignal? Da sind wir auch noch bei grün. Okay. Aber je nachdem, wenn wir da jetzt einen Personenzug vor uns haben, kann es halt dann durchaus mal vorkommen, dass wir da ein bisschen stärker an die Eisen gehen müssen. Naja, mal schauen, was uns also auf uns wartet. Genau, das Szenario sollte auch nicht allzu lang dauern. War zumindest so mein Plan heute. So, also ich fahre auch nochmal. Ja, guck mal, ist ja alles mit dabei. So, guck mal, ein bisschen können wir schon noch, gell? Ja gut, wir speisen hier schön Strom ein. Das ist auch keine schlechte Sache. Ah, oh, haha, 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 haha. Hilfe. Volle Leistung. Ja, dann machen wir mal volle Leistung, ne? So. Haben wir das bestätigt, dann hoffe ich mal, dass der... Oh, jetzt bremst mal runter hier, du. Man kann sagen, Überwachung auf 70, du. Das wird aber ganz schön knapp. Oh, der hat einen Bremsweg, du. Alter, Latz. Ja, gut, die sind auch ein Güterzug, gell. Das ist verständlich. Oh, hier ist aber richtig knapp. Aber wobei, jetzt geht es. Knapp. Jetzt hätte ich eine volle Geschwindigkeit gehabt oder sowas. Das wäre etwas... kritisch geworden. So. Wollen wir da einmal vorsichtig anhalten. So, wo haben wir das denn? Da vorne. Das sieht aber wieder... Sieht wieder besser aus, oder? Tatsache. Nächstes haben wir wieder Fahrt. Ja gut, dann... Fahren wir aber... Bleibt jetzt echt stehen. Ja, bis die Bremse gelöst ist, gell? Das ist auch ein bisschen das Problem. Ja gut, komm, weiter hier, ne? Vielleicht diesmal nicht ganz so schnell, weil... Gut, wir pendeln uns vielleicht einfach von einer etwas langsameren Geschwindigkeit ein, dann fahren wir nicht auf den vorausfahrenden Zug auf und dann passt das hoffentlich alles. Einfach ein bisschen gemütlicher. Und dann passt das hier. So, und hier vielleicht ein bisschen nur runter. Wobei, komm, wir können erstmal auf so eine Grundgeschwindigkeit, dass wir so ein bisschen vorwärts kommen und dann mal schauen. Das nächste hätten wir sogar auch schon Fahrt. Okay, das heißt, falls wir uns dann... Wir waren davor so bei 80, 90. Aber wenn wir jetzt ungefähr einpendeln, dann müsste das ja eigentlich passen. Sollte eigentlich, ne? Jetzt auch nicht allzu langsam fahren, weil dann kommen wir ja gar nicht mehr an. Das muss ja auch nicht sein. Ja, so mit den 80, ich glaube, das sind wir ganz gut beraten. So. Jetzt geht es auch nicht mehr so steil bergab. Ansonsten bremsen wir unsere elektrischen Bremse runter. Jetzt die ganze Bremsen beschleunigen, das ist halt absolut nicht effizient. Dann fahren wir lieber ein bisschen gemütlicher und dann haben wir einfach eine gemütliche Fahrt für uns heute. So, die Frage ist, was das nächste Signal sagt. Wir fragen es mal. Du nächste Signal, was sagst du denn? Ich glaube, es spricht nicht mit uns. Ich glaube, das haben Signale generell nicht so an sich, dass sie mit einem reden. Ah, vielleicht hatten wir jetzt hier einen Personenzug im... Ah, wahrscheinlich einen Personenzug im Bahnhof. Gut, das ist verständlich. Na gut, als Güterzug musste dich natürlich ein bisschen unterordnen. So, nochmal die Sifa gedrückt.
Ja, anhalten ist ja für uns nichts. Dann haben wir hier nochmal einen verkürzten Signal, Vorsignal, Informationsdings da. Sieht aber eigentlich einigermaßen gut aus, ne? Komm, da können wir ein bisschen... Sagen wir, 80 sind wir vielleicht ganz gut beraten. Wie gesagt, je nachdem, ob es jetzt ein Regional-Express oder eine Regionalbahn ist. Ich kann euch aber trotzdem nicht sagen, wann wer wo hält. Ja, bei dem 1 ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir doch nochmal ein bisschen aufpassen müssen, meine Damen und Herren. Aber natürlich dürfen wir den heiligen Fahrplan unseres Regionalverkehrs hier in keinster Form beeinflussen. Das wäre natürlich, das kannst du nicht machen. Aber ist auch mal ganz cool, so ein bisschen gemütlicher, ne? Nicht immer hier auf Vollanschlag fahren, sondern so ein bisschen mehr oder weniger vorausschauen. Wäre natürlich jetzt cool, wenn wir eine Info hätten, wer oder was da vor uns ist. Da kann man sich ja dementsprechend ein bisschen danach richten. Und in dem Moment ist es jetzt halt erstmal relativ random, weil, ja, keine Ahnung, mal gucken. Ja, aber mich juckt es halt in den Finger, so ein bisschen schneller zu werden. Es geht ja nicht mehr so steil bergab, dann können wir ja eigentlich auch ein bisschen besser bremsen. Sagt er und fuhr wahrscheinlich gleich in das nächste Haltesignal rein, oder ich sehe es doch schon kommen. Was mit dem Wetter ist echt, du siehst nichts. Gut, da ist jetzt hier immer noch grün. Das nächste wäre auch schon. Ja gut, dann sind wir ja eigentlich ganz gut dabei. So, die sie fahren auch nochmal mit. Ich meine, wir könnten es mit 130 hier lang heizen, aber ich glaube, so ist das da nicht gewollt. Ach komm, sie müssen ein Signal aufholen, du. Guten Tag, Kollege. Ich merke gerade, der Regen, der zieht doch schon etwas an den Frames. Das Problem ist, glaube ich, wieder die Aufnahme, als jetzt hier selbst das Spiel. Das hatte ich ja, glaube ich, neulich im Fernbus-Umlader schon so wieder ein bisschen angesprochen. Das ist immer ein bisschen schade. Also dann wieder grün, das ist ja super. Können wir fast noch schneller fahren. Nee, ich glaube, schneller als 120 ist, glaube ich, eh nicht so wirklich sinnvoll. Aber selbst 100 reichen da vollkommen aus, gell? Das ist... Ja, so schnell, da kann ich eh nicht, das ist eh nicht so gut. Ich glaube, wir werden vielleicht trotzdem noch schneller, je nachdem, welchen Streckenabschnitt wir fahren, wie oft dann der Regionalzug anhält, wäre man dann, glaube ich, trotzdem mit konstanten, nicht ganz so schnell, konstanter, nicht ganz so schnelle Geschwindigkeit, trotzdem noch ein bisschen besser dran, als mit dem dauernden Anhalten. So, Achtung, Vorsicht, Durchfahrt. Also gerade Güterzüge, ich glaube, da ist eine richtige, das ist nochmal eher ein bisschen eine Luftverwirbelung als jetzt bei den Personenzügen, weil die sind ja einigermaßen aerodynamisch. Bloß hier haben wir jetzt halt Ladung hinten drauf und dann, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist luftwiderstandstechnisch kritisch. So, dann haben wir hier immer noch grün. Na gut, dann mache ich mir da mal nicht mehr so stark Sorgen. Aber ein bisschen trotzdem noch. So, auch wieder grün. Ach, das ist ja alles in bester Ordnung. Da haben wir gar keine Probleme und andersweitige Dinge dazu befürchten. Ansonsten, ja gut, das kann man nochmal... Ich bin tatsächlich neulich mal, ich habe es zumindest mal angeschaut, ich bin mal wieder, war das der aus Train, der aus dem S-Bahn-Add-on, bin ich mal wieder gefahren. Und der hat ja tatsächlich standardmäßig hier diese Einstellung mit dem, mit dem anderen Kontrast, das war Helligkeit, ne? Der hat tatsächlich diesen anderen Kontrast drin, diesen hellen Kontrast, das ist einem erstmal gar nicht so, also... Wenn man jetzt hier den hier kennt, fällt es einem tatsächlich auf, aber damals ist es einem tatsächlich nicht wirklich aufgefallen. Also es war halt irgendwie mehr oder weniger normal. Ich glaube, wir müssen echt schon langsam wieder ein bisschen in die Eisen, weil... Ja, exakt. 100. Ja gut, 100 kriegen wir hin. Müssen wir aber nicht. Okay, müssen wir nicht bestätigen. In 3 Kilometern, das ist nicht mehr so weit. Dann wollen wir hier mal ein bisschen... Wenn dann gleich richtig schon auf elektrische Bremse bremsen. So... Müssen wir noch irgendwas koppeln oder war es das dann? Das weiß ich halt auch nicht. Ist die paar Meter da die Autos durch die Gegend kutschieren? Nur das ist eigentlich schon wichtig, dass wir das gemacht haben. Das könnte kein anderer Fahrer machen. Das ist ausschließlich eine Aufgabe, die auf uns hundertprozentig zugeschnitten ist. Und anders wäre da komplett überfordert damit. Gut, ich bin auch schon mit überfordert. Ah, ja, da haben wir es doch schon mal. Ne? Da haben wir doch wieder gleich was. So, einmal auf 40 runter. Dann müssen wir auch gleich wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer wegen. Genau. Wegen der PZB. So, dann gucken wir, dass wir hier... Ja, das sollte aber eigentlich gehen. Und wir sind trotzdem ein bisschen unter die 70 kommen, gell? Wäre vielleicht wichtig. So.
Sollte das klappen? Du, dann Segelfahrgäste in wenigen Minuten erreichen wir Aschaffenburg. Ja, so in der Art. Komm, der Rest kann man hier tatsächlich elektrisch machen. Das löst sich dann auch nachher ein bisschen schneller und besser. Muss nicht mal Luftdruck, Schrägstrich Druckluft entweichen. Muss auch nicht alles sein. So. Einmal befreit. Oh, man fühlt sich so befreit. Haha. Ja, witzig. Nur 1,5 Kilometer mit. Wenn ich wieder so eine Fehlbremsung hinlegen wie in dem letzten Güterszenario, das war ja nicht so der Hammer. So, dann lass mal gucken. Nächstes will dann, würde ich sagen, Halt erwarten. Ja, genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, komm, so ein bisschen können wir hier schon nochmal reinbremsen. So, dann machen wir einmal... Dann haben wir das hier auch. Und ich bin immer noch gleich da, ne? Kilometerchen, da können wir hier noch schön lang tuckern. Ich habe aber unter 40 oder haben wir irgendwann 25? Ich weiß es gar nicht, wie jetzt hier die Abstiegsgeschwindigkeit. Es stand in den Kommentaren. Ich weiß, es stand in den Kommentaren, aber ich kann mir das leider nicht alles merken. Vor allem jetzt in der Zugart, da bin ich noch ein bisschen weniger firm. Wenn ich mir so noch mal neu anfahre, aber das hat uns ja in den letzten Aufnahmen auch nicht davon abgehalten. Jetzt können wir mal schauen, ob wir vielleicht hier in die Nähe des nächsten Magnets kommen, dass wir dann da eher vielleicht bei 25 sind als bei 40. Ja. Das ist ja nicht gemütlich, gefällt mir echt gut. So ein bisschen langsamer fahren und nicht so viel Zeitdruck. Wir haben ja keinen Fahrplan. Gut, wir müssen trotzdem hier die Gleise räumen oder sowas. Macht ja Sinn, dass wir hier nicht alles blockieren. So. 25 ist mir, glaube ich, ganz gut beraten. So. Noch überwachen auf 70. Okay. Gut, eigentlich sagt er mir alles. Ne? Man muss eigentlich nur drauf gucken. Das ist aber so ein Bildschirm noch ein bisschen... sieht man es auch ein bisschen besser, als wenn wir jetzt irgendwie ein älteres Fahrzeug haben, wo das eben so rumblinkt und man muss es selber interpretieren. Ich weiß nicht, ob die 143 schon mal gefahren sind. Es gibt auch eine Baureihe 143. Ich würde mich aber echt ungern befreien. Das macht echt wenig Sinn. Wir müssen ja eh anhalten. Und da freuen sich alle, du, dass wir da gleich einmal weg sind vom Fenster. So. Ja, komm, die 400 Meter, das ist jetzt halt... Ich glaube, ich habe viel zu früh gebremst. Aber lieber mal einmal auf Nummer sicher gehen. Ne, ganz wichtig, nicht, dass wir da... Dass wir da irgendwie... Das muss ja auch nicht, ne? So. 300 Meter. Also, den könnte ich mich ja... Wollte gerade sagen, könnte ich mich ja befreien. Dann machen wir das nochmal. Hier ist jetzt... Das ist der nächste Magnet, oder was haben wir hier? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Auch keine Ahnung. Ach, danach wäre dann wahrscheinlich wieder Fahrt oder sowas, könnte das sein. Ich hätte mich, glaube ich, nicht befreien dürfen. Das war, glaube ich, der Fehler. Ja, das war irgendwie dämlich. Ja, ich, nächstes Mal einfach nicht machen, ne? Das ist einfach doof. Da haben wir es noch ein paar Kackt hier am Ende. So, machen wir hin hier. Füll mal auf alles mit Druckluft. Boah, das dauert aber auch immer mit dem Druckluftdings hier. Was? Rangiersteuerung. Okay, jetzt kann man ja auch alles drücken, wenn man rausguckt. Ist ja spannend. So, können wir jetzt hier los oder Tatsache? Sag mal, die Geschwindigkeit hatte ich ja bestimmt, ne? Die 25, glaube ich. Die müsste ich ja eigentlich gehabt haben. So, gucken wir, wenn der Zug hinten ankommt. Da, guck mal. Schon haben wir Zug drauf auf dem Zug. Ja, ich glaube, befreien wir das Problem. Ach. Irgendwann lerne ich das auch noch. Irgendwann. Wenn es eh zu spät ist, so. Genau, dann müssen wir mal da vorne anhalten. Kommen wir ein bisschen so schnell wie möglich mit unseren 25 da lang. So, natürlich nicht drüber, sonst haben wir ein kleines Problem. Es geht auch leicht bergab. Tatsache, direkt vom roten Signal anhalten. Das wird spaßig. So, 1A. Eine 1A-Bremse haben wir da. Vor allem müssen wir tatsächlich über den Punkt drüber fahren, sonst ist er böse auf uns. Ja, wird wieder knapp. Aber wobei, guck mal. Wunderbar. Und Ziel erledigt. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen... Müssen wir uns hier wieder abschalten, oder was? Parkbremse. Und Hauptschalter auf aus. Steigen Sie aus. Wunderbar. Kommt da was?
Ich muss da eh rüber. Da war nix. So. Haben wir das doch mit ein bisschen Fail. Naja, gut. Trotzdem wieder fürs Zuschauen. Ja, bis morgen dann. Ne? Tschüssi.